trotzdem viel Schnee haben, wäre mit der Schneeräumung eigentlich so anfangen, wie wir das geplant hatten. Es hat einzig Verzögerungen mit den Zugängen, also mit den Zufahrten, sodass gewisse Geräte später so transportiert werden müssen. Wahnsinnig hohe Anforderungen, die außerhalb der gängigen Kran-Normen sind. Zum Beispiel Windgeschwindigkeiten mit über 200 Stundenkilometern und Lawinenstaudrücke, die zu erwarten sind bis 60 kN. Und aus diesem Grund hat man sehr viel Material müssen neu entwickeln, statisch neu berechnen, dass das für die Zukunft funktioniert. Möglichst hoch und möglichst viel Gewicht, wo wir jetzt hier haben. Über 100 Meter und fast 30 Tonnen. Das ist die Maximumlast, die wir jetzt anhängen dürfen. Und das ist das, wo wir dran haben, das Gewicht. Und das ist jetzt die Hakenhöhe, knapp 100 Meter. Gut, Jonas, sind wir dann wieder ein bisschen nach vorne. So eine Maschine hier zu fahren, ist wie ein Bubentraum. Aber angefangen hat man natürlich mit einem kleineren. Und mit der Zeit wird man dann etwas befördert und fährt immer etwas grösser. Also, wir müssen schauen, ob wir innen am Turm runterlassen können. Baby, wann ist noch das Podest oben? Die Dimensionen dieser Kräne sind auch für mich als Bauingenieur speziell. Wenn hat man 100 Meter hohe Kräne? In der Schweiz gibt es das nur zweimal und beide Stempel. Wieder kurze Rede und noch eine kurze Rede. Ja, bis zum Schluss gibt es nicht viel kurze Rede. Ganz herzlich willkommen zu dieser Grundsteinlegung von Neuen Spittel am Staumür. Wir haben jetzt hier beim Bauen ein paar Klüften aufgetan und einen ganz wunderschönen Kristall gefunden. Wir haben ein paar Kristalle noch und ich kann gerne wieder einen Kristall an das Gebirge zurückgeben. Ich habe das Grimsel Weltmagazin 2021 mitgenommen. Und zwar, weil ich finde, dass wenn jemand irgendein in 1000 Jahren die Kapsel auspackt, dann hat er hier Bilder drin und eigentlich alle Informationen, die nötig sind. Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Tunnelbauer, der Mineure. Und ich habe eine in die Zeitkapsel hineingelegt als Schutz von unseren Mitarbeitenden. Ich habe zwei Gegenstände da. Einerseits Gesichtsmasken. Aber vor allem habe ich die Risikomatrix vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz drin. Die ist aus dem Jahr 2015, zeigt die Risiken der Schweiz auf. Und die beiden grossen Risiken, die man erkannt hat, sind einerseits Pandemie und Strommangellage. In der Pandemie sind wir alle auf dem linken Bein verrutscht worden. Und ich hoffe, dass man die Risiken von Strommangellage für die Versorgungssicherheit erkennt und die richtigen Massnahmen ergreift. Wir arbeiten auf jeden Fall daran. Wenn man hier anschaut, ist alles top modern, es wird alles computergesteuert, alles geht nur noch mit Maschinen. Aber den Hammer braucht man jeden Tag. Ohne Hammer geht da genau gar nicht. Das ist noch etwas vom Wenigen, was noch so ist wie vor 90 Jahren. Und manchmal muss man noch ein bisschen murksen mit dem Hammer oder irgendwie braucht man eigentlich Alltag. Darum betoniere ich den Hammer. Ich habe mitgenommen Samen
mit Kristallen drin. Das hat für mich symbolisch verschiedene Bedeutungen. Eine davon ist, es steht für die Natur und die Ressourcen, die wir hier brauchen können. Und das andere zusammen für das, was hier neu entsteht. Ich habe beim Betonieren. Bis jetzt sind wir von oben nach unten gegangen, haben den Felsaushub gemacht. Und jetzt geht es darum, dass die Staumauer langsam wieder von unten aufwächst. Das sind einzelne Blöcke, die etappenweise erstellt werden. Das sind sehr repetitive Vorgänge. Und da geht es darum, dass man die Abläufe optimiert und immer besser wird. Die Konzeption von so einem Bauwerk setzt voraus, dass man versteht, wie Materialien funktionieren. Wenn man als Beispiel ein Seil nimmt oder die Kette, dann funktionieren die sehr gut auf Zug, aber nehmen keine Druckkräfte auf. Und wenn jetzt so ein Material seinem eigenen Gewicht aussetzen, dann bringt das sich automatisch in eine Form, wo nur Zugkräfte herrschen. Wenn jetzt der Bogen 180 Grad gegenüber spiegeln würde, dann hat der Bogen, wo nur Druckkräfte drin vorkommen. Genau nach diesem Prinzip hat man hier die Brücke, die ich drauf stehe, gebaut. Weil zwischen den Steinen, wo die Brücke damit erstellt wurde, eigentlich nur Druckkräfte weitergegeben werden können. Diese Staumauer und Beton im Speziellen funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Anstatt dass wir Leute haben, die drüber laufen, haben wir einfach den Wasserdruck, der von hinteren Seiten auf die Mauer wirkt und der von Mauer nach seitwärts in die Fundation abgeleitet wird. Das Gleiche haben wir eigentlich in vertikaler Richtung. Auch hier wirkt der Wasserdruck auf die neue Staumauer. Und auch hier wird eigentlich die Kraft über den Bogen auf- und abwärts eingeleitet. Und das heisst auch, dass die Staumauer ohne Armierungseisen, die im Normalfall Zugkräfte aufnehmen müssen, auskommt. Die alte Mauer hat am Fuss eine Stärke von über 60 Metern. Die neue Mauer kommt mit knapp 20 Metern raus. Die dreidimensionale Funktionsweise und die Suche nach der Form, wo nur Druckkräfte drin herrschen, in dieser Topografie, macht die Mauer ebenso interessant in der Konzeptionierung, aber auch sehr komplex. Ja, wir haben keinen einzigen rechten Winkel. Es ist alles schräg, rund. Und das ist alles abstecken mit dem Tachymeter. Gegenkontrolle mit dem Meter, was man früher sonst bei einem Häuschenbauen machen kann oder so, hat man nicht. Man muss sich komplett auf Technik verlassen. Der Faktor Mensch ist sicher immer noch der entscheidende Faktor bei einem Bau von einer grossen Staumauer. Weil der Mensch tut ja entscheiden und tut vor Ort Sachen machen. So oder so. Und dann kann er natürlich Fehler machen oder kann er nicht Fehler machen. Ohne Faktor Mensch funktioniert es nicht. Versprochen. Was ist? Nichts? Schon gut. Was? Nichts.
Also eins, gell? Beide? Auch beide? Ja sicher, eins legen wir nicht. Du, ich danke. Ja, bitte. Ah, weißt du? Spezialität. Jetzt bin ich das nächste Jahr etwa Gurken. Bin ich gescheiter geworden, sehr viel gescheiter. Ich habe viel gelernt. Der Bart ist grau geworden in diesem Jahr. Aber jetzt haben wir den Dreh draussen. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben, wie wir es so haben. Ende Jahr, Ende Saison, muss ich sagen, super gelaufen. Kompliment an unsere Leute auch. Also wir werden jetzt noch genau 5 Blöcke betonieren. Bis Ende nächste Woche. Und dann werden wir die ganze Installation abräumen, alles wintersicher verstauen. Und dann kann der Winter eigentlich auch von uns aus. Aber es soll noch warten. Die Baustelle hier ist ein Privileg, die verschiedenen Wetter vom Süden und vom Norden zu sehen. Sonne, Ski, Regen, beides zur gleichen Zeit. Das wärmt das Herz.